liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe Lausitz TV am Montag. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So viel Fantastisches auf einem Fleck, das war das Elbenwald-Festival 2022 in Cottbus. Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher bevölkerten in zum Teil ausgefallener Kostümierung den Spreeauenpark. Bei schönstem Festivalwetter war das ganze Wochenende lang jede Menge los. An mehreren Stationen konnten die Teilnehmenden bei Shows, Workshops, Talkrunden und natürlich Live-Musik ein paar wirklich magische Tage verleben. Nur bei einem war Vorsicht geboten, diesen Gestalten hier sollte man sich am besten nicht in den Weg stellen. Fehlstart für den FCE. Beim Saisonauftakt in Altklinike verliert die Mannschaft von Pele Wollitz auswärts mit 2:0. Nach einer schwachen ersten Halbzeit konnte Energie zwar in der zweiten Hälfte etwas Druck auf den Gegner aufbauen, die vielen Chancen zu nutzen gelang den Cottbusern allerdings nicht. Hoffentlich läuft es dann am Samstag besser. Zum ersten Heimspiel der Saison empfängt der Verein den FSV Luckenwalde im Stadion der Freundschaft. In vielen Cottbuser Haushalten ist er bereits eingetroffen, der Brief mit den amtlichen Wahlbenachrichtigungen. Darin enthalten sind noch einmal alle Infos zur anstehenden Oberbürgermeisterwahl. Wer jetzt schon weiß, dass er oder sie lieber eine Briefwahl durchführen möchte, der hat die Möglichkeit, alles ganz einfach zu beantragen. Wie das genau geht, zeigen wir euch jetzt. Wer in seinen Briefkasten schaut, findet mit etwas Glück seine Wahlbenachrichtigung für die Wahl des Oberbürgermeisters am 11. September. Damit können die Briefwahlunterlagen für die Wahl angefordert werden. Wer sich für die Briefwahl interessiert, kann die Unterlagen per QR-Code, Brief oder online auf www.cottbus.de/wahlschein beantragen. Wer möchte, kann die Wahlunterlagen auch persönlich im Lernzentrum in der Berliner Straße abholen. Für die Wahl am 11. September sowie eine Stichwahl am 9. Oktober werden noch immer Helfer gesucht. Interessierte können sich online unter www.cottbus.de/wahlhelfer oder telefonisch bewerben. Zu schnell unterwegs auf der Autobahn? Erstmal nichts Ungewöhnliches. Am Sonntagabend jedoch stoppte die Polizei auf der A15 bei Rogosen einen Mann, der auf dem Standstreifen unterwegs war. Und zwar mit dem Fahrrad. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,72 Promille. Da er keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad erbringen konnte, wurde dieses wegen des Verdachts auf Diebstahl sichergestellt. Das nächste Mal also lieber zu Fuß nach Hause laufen, und zwar auf dem Gehweg. Literatur gehört weder eingesperrt zwischen zwei Buchdeckeln noch hinter verschlossene Türen. In Cottbus soll auch in diesem Jahr wieder das Lese- und Zuhörevent Literatur auf der Parkbank stattfinden. Um eben diesen Parkbänken noch etwas künstlerischen Glanz zu geben, veranstaltet das BLMK einen ganz besonderen Workshop. Die Stadt Cottbus ruft die Kunstbegeisterten. Am 3. und 4. September findet das Lesefestival Literatur auf der Parkbank statt. Zur Vorbereitung der Veranstaltung sollen die Parkbänke im Goethepark mithilfe von Sprühdosen neue Farben bekommen. Von abgenutzt zu aufgehübscht als künstlerischer Workshop. Dieser findet vom 23. bis zum 25. August statt. Das Event basiert auf einer Kooperation zwischen dem BLMK und der Casa degli Artisti in Milano. Als künstlerische Unterstützung ist der Streetart-Spezialist Christian Gancitano aus Milano angereist. Wenn ihr künstlerisch ambitioniert und zwischen 18 und 25 Jahren alt seid, könnt ihr euch als Helfer beim BLMK anmelden. Wenn ihr also Lust habt, euch kreativ auszulassen, dann meldet euch bis zum 19. August unter der eingeblendeten Mailadresse an. Das Festival Literatur auf der Parkbank findet dann am 1. Septemberwochenende statt. Und wenn ihr eh gerade dabei seid, eure Kalender aufzuschlagen, um euch den Termin einzutragen, dann könnt ihr auch gleich dabei bleiben, denn in Dissen stehen im nächsten Monat wieder die Museumsnächte an. Mehr dazu von Mirjam Milz. In diesem Jahr heißt es in der Lausitz wieder nachts im Museum. Am 3. September starten die Museumsnächte. Bis zum 24. September verteilen sie sich auf mehrere Wochenenden. In verschiedenen Städten und Dörfern kann man sich insgesamt 32 Museen und Ausstellungen anschauen. Altbekannte, aber auch neue Gesichter sind mit dabei.
Ja, Sammeln verbindet. Sammeln ist ja so die Hauptaufgabe von Museen und Heimatstuben. Sie tragen also viele Dinge aus der örtlichen Geschichte zusammen, aus dem Handwerk zusammen, aus der Kultur und präsentieren das auf eine eigenartige oder ihrer der Sache geschuldeten Eigenart dann für die Menschen. Und ich finde, das ist eine tolle Geschichte, weil wir unsere eigene Geschichte dort präsentieren. Eröffnet werden die Museumsnächte mit dem Steamroast Zeitreisefestival in Forst. Dabei geht es um nostalgische Romantik, den Spaß an Kreativität und vor allem das Recyceln alter Geräte. Gefeiert wird in der kompletten Innenstadt von Forst. Das Steamroast Festival ist nicht der einzige Neuzugang der Museumsnächte. Also es ist das Museum in Keune mit dabei, es ist das Romy Schneider Museum mit dabei und es ist praktisch in Neupetershain das Kinderbuchmuseum mit dabei. Die sind neu im Zusammenhang und natürlich noch Hornow, das Schloss. Also immer wieder kommen Kollegen mit dazu, die sich hier bei uns mit anschließen wollen, einmal in dem Arbeitskreis mitarbeiten wollen und zum anderen sich auch präsentieren wollen. Und ich sag mal, gemeinsam sind wir stark. Auch wenn es die Museumsnächte sind und Kinder nachts ihr ins Bett gehören, einige Einrichtungen haben auch an die kleinen Besuchenden gedacht. Schön ist, dass 15 Einrichtungen sich das Thema Kinder praktisch vorgenommen haben und für die Kinder etwas besonders darstellen wollen. Und für den Landkreis sind die Museumsnächte natürlich doch schon ein gewisser Höhepunkt im Lausitzer Museenland eines Jahres, weil nämlich die Museen auf eine ganz andere Art und Weise oftmals ihre Häuser präsentieren. Wissensvermittlung und Spaß sind bei den Museumsnächten garantiert. Die Vielfalt aller Museen und Programme vorzustellen, würde den Rahmen sprengen. Schaut dafür am besten selbst auf der Internetseite lausitzer-museenland.de vorbei. Wer sich die Wartezeit bis zu den Museumsnächten im September etwas verkürzen möchte, kann sich im Heimatmuseum Dissen die Sonderausstellung Sorbische Volkskunst in der DDR ansehen. Die ist noch bis zum 19. August vor Ort und soll einen umfangreichen Überblick über die sorbischen Künstler und ihr Schaffen in der Zeit der DDR bieten. Mehr Infos gibt es unter heimatmuseum-dissen-spreewald.de. Damit verabschiede ich mich für heute von euch. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Kommt gut in die neue Woche. Tschüss und bis dann. Cottbus hat ein grünes Band von Parkanlagen, eine Riesenchance im Strukturwandel, eine große und erfolgreiche Sportfamilie, den größten künstlichen See unmittelbar vor der Haustür, eine charmante und liebenswerte Innenstadt und eine gute und gut organisierte Kulturszene. Aber es gibt auch Herausforderungen, zum Beispiel die Brache am Blechenkarree, die wir alle kennen. Da müssen Lösungen her und die werden wir finden. Mit meiner 30-jährigen Erfahrung in der Stadt Cottbus, in der Verwaltung, in unterschiedlichen Führungspositionen weiß ich, was wichtig ist für unsere Stadt. Wir brauchen ein Klimaschutzkonzept. Da geht es um CO2-Einsparung und Speicherung. Da geht es um Wasser. Da geht es um Elektromobilität. Und das werde ich gemeinsam mit der BTU Cottbus auf den Weg bringen. Ein großes Zukunftsprojekt, was mir besonders am Herzen liegt, ist der Cottbuser Ostsee, unmittelbar vor unserer Haustür. Da geht es nicht nur um Tourismus und Naherholung. Da geht es auch um den Klimawandel. Da geht es um die Nutzung der Seewasserwärme für die Fernwärmeversorgung. Da geht es auch darum, ein CO2-freies Hafenquartier zu haben und Projekte für erneuerbare Energien auf dem See direkt hinzubringen. Das sind Dinge, die mir am Herzen liegen und die ich umsetzen werde. Die herausforderndsten Projekte sind die Leuchttürme des Strukturwandels. Ich denke an die universitäre Medizinerausbildung, an das ICE-Instandsetzungswerk und an den Lausitz Science Park. Hier braucht es perfekte Rahmenbedingungen und natürlich einen kompetenten Oberbürgermeister. Diese Strukturwandelprojekte schaffen in unserer Stadt über 14.000 Arbeitsplätze. Es werden junge Familien nach Cottbus kommen und ich werde dafür kämpfen, dass bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Die aktuellen Krisen dieser Zeit haben gezeigt, dass Ehrenamt und auch Hauptamt an das Ende der Durchhaltefähigkeit der Kräfte kommt. Allen, die sich hier eingesetzt haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Ich werde dafür sorgen, dass das Ehrenamt in dieser Stadt durch eine Initiative gestärkt wird.
Junge Menschen haben in der Vergangenheit leider unsere Stadt nach der Ausbildung verlassen. Ich habe das am Beispiel meines Sohnes erlebt, vor welchen Herausforderungen junge Menschen dabei stehen. Mir ist wichtig, dass junge Menschen in unserer Stadt eine Zukunftsperspektive haben. Ein wichtiger Schritt dabei war unser neues Gründungszentrum, was es seit einem Jahr gibt. Ich werde durch weitere Initiativen dafür sorgen, dass hier noch viele folgen. Mein Name ist Thomas Bergner. Ich möchte am 11.09. Ihr neuer Oberbürgermeister werden. Ich möchte weiterhin für diese Stadt und für Sie Verantwortung übernehmen. Und deshalb bitte ich Sie dafür um Ihr Vertrauen. Noble Metal Factory. Wir sind Ihr Edelmetallhändler in der Lausitz. Sie wollen Ihr Vermögen vermehren? Erwerben Sie bei uns direkt die Edelmetalle Gold, Silber, Platin oder Palladium. Oder aber Sie investieren schon ab 15 Euro monatlich in einen Goldsparplan und bauen so ein ansehnliches Vermögen auf. Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten bieten wir damit eine sichere Alternative zu den klassischen Sparformen. Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie gern. Sie finden die Verkaufs- und Beratungsräume in der Schipkauer Straße 12 in Schwarzheide. Wir hören auf viele Namen, einigen wir uns auf einen. Lausitz TV. Lausitz für die Region, TV, weil wir immer noch keine Zeitung sind und der Punkt, naja, Internet und so. Seit 30 Jahren immer für euch unterwegs. Fernsehen von hier für euch. Lausitz TV. Perle der Lausitz feiert wieder beim Spremberger Heimatfest vom 11. bis 15. August. Auf vielen Bühnen Kultur nonstop. Mit tollen Künstlern, Schlagerpartynacht, Kinderfest, Höhenfeuerwerk, Schaustellerpark und vielen weiteren Attraktionen. Mehr Infos unter www.spremberger-heimatfest.de. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. There's a light, a certain kind of light. So vielseitig wie Sie. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Vielfalt, bunt, offen, frei. Vom 15. bis 27. August feiern Cottbus und die Niederlausitz zum 14. Mal den Christopher Street Day und ihr könnt mit dabei sein. In den Aktionswochen sind 21 Veranstaltungen geplant. Das komplette Programm und alle Infos findet ihr im Netz unter csd-cottbus.info. Macht mit und zeigt jetzt schon Flagge. Hängt eure Regenbogenfahnen dahin, wo jeder sie sehen kann. csd-cottbus.info.
Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Wohnen ist ein individuelles Lebensgefühl und wir bieten Ihnen eine große Auswahl von einzigartigen Möbeln und traumhaften Wohnideen auf unseren riesigen Ausstellungsflächen. Durch Großeinkäufe sind wir in der Lage, Ihnen günstige Preise anzubieten. Unsere Liefer- und Montageteams sorgen für einen termin- und fachgerechten Aufbau Ihrer neuen Möbel. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Volle Kraft voraus, das ist die Devise beim Hafenfest am 13. und 14. August in Senftenberg am Stadthafen. Dabei sein lohnt sich, denn es kommen so viele große Stars wie noch nie. Patricia Kelly, Eloy de Jong, Julia Neigel, Bürger Lars Dietrich, Misha Kova, Petra Zieger und. Absolutes Highlight, die Antenne Brandenburg Sommertour und das RBB-Fernsehen sind mit im Boot. Buntes Rahmenprogramm, Clubstage mit großer Fritz-Party, Schlemmermeile, Lausitzmarkt, Schausteller mit Riesenrad. Ein Fest, das sich lohnt. Alle Infos unter www.hafenfest.info. Also, volle Kraft voraus und auf zum Senftenberger Hafenfest am 13. und 14. August am Stadthafen in Senftenberg.